Kommen wir nun zu dem heftigen AWO-Skandal in Frankfurt und Wiesbaden, in dem der Oberbürgermeister Feldmann seine soziale Reputation vollständig verspielt hat. Seine Frau und er scheinen in den AWO-Skandal verstrickt zu sein. Es geht bei ihr um das auffällig hohe Einkommen und den Dienstwagen und in erster Linie, das bleibt oft unausgesprochen, darum, warum überhaupt der AWO-Kita-Leitungsjob just mit ihr besetzt wurde, als gäbe es nicht viele langjährige Kita-Angestellte, die auf eine solche Leitungsaufgabe mühsam hinarbeiten. Aber auch bei ihm, bei Herrn Feldmann, geht es um einen eigens für ihn geschaffenen privilegierten AWO-Job, in dem er vor seiner ersten Wahl, also 2012, ungestört seinen Wahlkampf vorbereiten konnte. Nachdem Herr Feldmann zunächst lange Zeit zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, kündigte er an, die Presse und die Öffentlichkeit endlich zu informieren. Herr Feldmann gab dann zunächst lediglich der Bild-Zeitung ein Exklusivinterview und lud danach ausgewählte Pressevertreter zu einem Hintergrundgespräch ein, aus dem sie aber nicht berichten sollten. Das führte ganz klar zur öffentlichen Empörung, weil es das Interesse der Öffentlichkeit und der Presse so sehr missachtete. Die Menschen möchten schließlich wissen, wie in der Stadt Frankfurt mit Steuergeldern umgegangen wird, wie das Beziehungsgeflecht ist zwischen der AWO, der SPD und der Stadt Frankfurt. Die Bild-Zeitung wiederum ging in Folge mit dem Oberbürgermeister auffallend schonend um. Die im Raum stehenden Vorwürfe wurden kleingeredet und relativiert. Die Rede war von dünner Faktenlage, Vermutungen und fehlender Beweise. Dafür aber griff die Bild-Zeitung stattdessen die Sozialdezernentin Frau Birkenfeld der CDU massiv an. Sie habe selbst nicht aufgepasst und aus wahltaktischen Gründen ein Stillschweigeabkommen mit der AWO geschlossen und im Skandal trägt sie eine große Mitverantwortung. Nun scheint es nicht nur so, dass ein SPD-Mandat bei der AWO zur Besserstellung beigetragen hat, nein, mitnichten. Denn genau jener Bildjournalist, der sich hier so auffallend für den Oberbürgermeister Feldmann in Wort und Bild eingesetzt hat, arbeitet nun urplötzlich im Büro von Peter Feldmann als sein Sprecher. Er wurde von Feldmann vor ein paar Monaten erst zu seinem dritten Sprecher gekürt. Nun gibt es nicht nur solche Journalisten, sondern auch Herrn Gräber und Herrn Siewert. Das sind die beiden Journalisten, die der Aufdeckung des AWO-Skandals nach langer Recherchearbeit erst ins Rollen gebracht haben. Der Ex-Geschäftsführer der AWO Frankfurt, der Herr Richter, habe zum Beispiel den Herrn Feldmann, als dieser noch Altenheimleiter war, bei einem persönlichen Treffen bereits als kommenden SPD-Spitzenkandidat für die Oberbürgermeisterwahl vorgestellt. Bereits damals habe es also offensichtlich einen Plan gegeben, den außer Jürgen Richter und Peter Feldmann nur ganz wenig Leute gekannt hätten, nämlich Peter Feldmann zum Oberbürgermeister aufzubauen. Zu denken gibt auch, dass bereits vor 21 Jahren 4 SPD-Stadtverordnete, darunter der heutige SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann, eine Beschlussvorlage ins Parlament eingebracht hätten, die besagt, dass die Verwaltungskosten für alle ab der einfachen Erzieherin im Kita-Bereich aufwärts pauschal bezahlt werden. Mit diesem Beschluss war gemeint, dass man nicht mehr kontrolliert, wer mit welcher Qualifikation eigentlich welches Gehalt bekommt. Und in Folge ist das dann auch genau so eingetreten. Auf einmal wurde die ehemalige Frankfurter Juso-Sprecherin, die Muriella Dorn, als Studentin ohne Abschluss auf eine gut dotierte Stelle als Abteilungsleiterin Jugend
bei der AWO gesetzt. Frau Dorn sitzt aber auch gleichzeitig für die SPD im Sozialausschuss des Frankfurter Stadtparlaments und ist an den Entscheidungen beteiligt, die für die AWO wichtig sind. Sie entscheidet also als Abgeordnete der SPD-Fraktion über Gelder für die AWO mit und erhält auf der anderen Seite aber auch ein augenscheinlich fragwürdig hohes Gehalt bei der AWO, das aus genau diesen Geldern der öffentlichen Hand finanziert wird. Dieses System läuft seit mittlerweile 20 Jahren so und ist ein gesellschaftspolitisches, strukturelles Problem und gehört überprüft. Aber die Kontrolle, die hat in Gesamtheit versagt. Das gibt der Vorsitzende des Bundespräsidiums der AWO auf einer Pressekonferenz unumwunden zu. Zu den Revisionen in Frankfurt zählt aber auch die Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Nissen. Ihr oblag die Überprüfung von Bilanzen und Abrechnungen des Verbandes und nach Bekanntwerden der Missstände und Zustände bei der AWO war sie als Rechnungsprüferin zurückgetreten. Sie begründete den Rücktritt von ihrer langjährigen Tätigkeit damit, dass die Revision für Ehrenamtliche nicht mehr in der Tiefe zu leisten sei. Ob die Revision selbst Teil des Systems waren oder ob verschleiert wurde, das ließ der Vorsitzende des Bundespräsidiums der AWO offen. Einige Frankfurter Sozialdemokraten scheinen Teil des Systems zu sein und mit der AWO und ihren Profiteuren schon seit vielen Jahren eng verwoben. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass viele Menschen noch etliches mehr wissen als das, was bereits heute hinlänglich öffentlich bekannt ist. Wenn es nach uns geht, setzt dem irren Betonwahn ein Ende. Keine einzige Stimme für die SPD.